Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video vom Kanal. Es geht weiter mit den Unpackings der Lego Ninjago Trading Card Game Serie 8 Crystallized. Nach dem Starter Pack kommen die Multipacks. Vier verschiedene gibt es, demnach auch vier verschiedene limitierte Karten. Also wir hatten Crystallized Garmadon, Crystallized Overlord, Team Golddrachen Kai und Jay sowie Team Golddrachen Zane und Cole. So, dann, was fällt sofort auf? Die ganze Sache ist teurer geworden. Wir zahlen jetzt für ein Multipack nicht mehr 4,99, sondern 5,99. Es ist auch nur noch ein Booster weniger drin, es sind nur noch vier Booster enthalten. Dafür hat jedes Booster jetzt 6 Karten, macht aber summa summarum 24 Karten in diesen vier Boostern. Davor waren es 5 Booster, 5 Karten, also 25 Karten. Das heißt, wir zahlen jetzt 1 Euro mehr, haben aber eine Karte weniger. Naja, alles wird teurer, selbst die Lego Ninjago Trading Cards oder beziehungsweise die ganzen Trading Cards hier von Blue Ocean, ich glaube auch die Magazine und so, ist glaube ich alles teurer geworden, aber man ist es ja irgendwie gewöhnt, es macht es nicht besser. Also, trotzdem habe ich alle vier hier für euch und wir fangen mit dem ersten an, mit der LE17 Crystallized Garmadon und gucken, was in den vier Boostern drin ist. Einzig Lustige ist, es sind immer natürlich dann alle vier Booster-Varianten drin, die es gibt. Ja, also da hätten Jay, Kai, Zane und Lloyd. Okay. Dann würde ich sagen, hinten nochmal Werbung für die Blister, die es gibt. Ja, kommen auch. Ist ja auch übrigens teurer geworden, selbes Spiel. Vier Booster, vier Karten, also sechs Karten, also 24 Karten. Und eine limitierte Karte jetzt für 5,99, also auch 1 Euro mehr und eine Karte weniger drin. Ja, da gibt es doch klar Standard-Booster, also oder Displays, wo die drin sind, und das Starter-Pack, das habe ich euch ja schon gezeigt. Mit Sammelordner zwei Booster. Immerhin sind da jetzt zwei Booster drin. Ich meine, sonst waren immer nur ein Booster drin. Das ist immerhin ein bisschen besser geworden an der Ecke. Naja. Also, wir legen los. Erstes Multipack der Lego Ninjago Trading Card Game Serie 8 Crystallized. So. Wir machen die Linie ab und legen die schon mal da oben hin. Die gucken wir uns zum Schluss an. Dann popeln wir noch die ganzen Klebepunkte hier runter. Damit das Ganze... Das sind nur zwei. Früher sind die mit drei Klebepunkten festgemacht worden. Haben sie jetzt auf zwei reduziert, okay. Weil wir trennen natürlich ordentlich und schmeißen die Pappkarte in den Tiermüll. Ist ja klar. So, dann haben wir hier die Booster. 1, 2, 3 und 4. Klebestreifen hier auch noch ab. So, und das ist dann ein Stück Pappe im Altpapier. So, dann gucken wir uns die 5 Booster hier an. Was uns da so erwartet. Also, Booster Nummer 1. Ultra Uni Lloyd. Cool, direkt Karte Nummer 1. Da unten steht's. Ultra Uni Lloyd. Sehr, sehr geil. Und, uiuiuiui, direkt hier Mega Golddrachen Jay. Zwei Powerkarten, das ist natürlich cool. Dann haben wir Team Vergeltungsstein, Krieger und Grobiane. Dann haben wir eine Aktionskarte, Handyspiel. Boah, das sind diese Neon-Karten, Neon Harumi. Das sieht ja auch geil aus. Und dann haben wir noch eine Fahrzeugkarte, den Schlangenhelikopter. Gut. Weiter. Dann haben wir Goldener Cole. Boah, geil. Also die Powerkarten sehen schon richtig nice aus. Dann haben wir Duo Kristallspinnen, dann Power Ronin, eine Puzzlekarte, direkt noch eine Puzzlekarte und last but not least eine Aktionskarte, Regnerisches Duell. Da sind die Aktionskarten, genau. So, zweites Booster. Boah, wir haben die erste Platin-Karte, Leute. Golddrachen Kai, die Platin Edition. Sieht die geil aus. Ich fand ja in Serie 7 sahen die Platin-Karten schon geil aus, aber die toppen das Ganze ja nochmal. Was ein geiles Design. Auch wenn ich immer noch schade finde, dass wir keinen Zane als Platin-Karte bekommen. Mein Lieblings-Ninja. Ich will meinen Lieblings-Ninja doch nur als Platin-Karte haben. Verdammt, Blue Ocean, macht mal was. Dann haben wir Team Goldener, Jay, Zane, Cole und Kai. Guck mal an. Dann haben wir Mr. F. Duo Power Pythor und Asphira. Dann Fallenkarte im Gefängnis. Oh, Fallenkarte haben wir noch gar nicht hier. Und Fahrzeugkarte Kais Mech.
ein bisschen aufrutschen, kann man die auch besser sehen. Ach, man sieht die auch hier nicht. Moment, ich muss noch mehr rutschen. Sehe ich gerade, das ist noch ein bisschen weit. So, hier kommen die Limits hin. Zack, 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 zack. Und dann machen wir hier mal so. Und dann können wir hier. Genau, so ist besser. So, ein Booster-Pack haben wir noch. Aber geil, schon die erste Platin-Karte. Das freut mich. So, und die hätten wir. Mega Automechaniker. Dann wilder Mr. F. Da. Crystallized Meister Wu. Kristallkönig Centaur, ein Fahrzeug. Dann Neon Goldener Jay. Sehr geil. Und wieder eine weitere Fahrzeugkarte. Schlangenrammfahrzeug. Okay. Dann geht's weiter mit dem zweiten Multi-Pack natürlich. So, dann machen wir erstmal wieder die limitierte Karte runter. Crystallized Overlord, die LE18. Dann popeln wir die Klebepunkte runter. Einmal und zweimal. So, kleben wir es halt an den Tisch. So, ich finde es nachher wieder und kann es ordentlich entsorgen. So, dann ein Booster, zweites Booster, drittes Booster und viertes Booster. Und dann ist die Pappe leer. Die kommt ins Altpapier und der Klebepunkt hier nebenhin. So. Dann vier weitere Booster Packs und wir fangen direkt an mit Booster Nummer 1. Spielregeln. Oh, Team Mr. F und Harumi. Goldglitzernd. Dann Aktionskarte Trainingspartner. Power Automechaniker. Eine Puzzlekarte. Noch eine Puzzlekarte. Und Neon Goldener Cole. Yes. Neonkarten, die sehen echt nice aus. Ah, hier haben wir direkt eine Puzzlekarte, die uns am Ende anlacht. Oh, 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 oh. Wir haben eine Karte, die verkehrt rum ist. Die gucken wir uns zum Schluss an. Machen wir erstmal hier. Es sind zwei Powerkarten hier drin. Mega Golddrachen Zane. Rollentausch, Aktionskarte. Hier. Noch eine Aktionskarte, goldenes Versteck. Mhm. Noch eine Aktionskarte, Golfen. Dann die angesprochene Puzzlekarte. Und dann haben wir die umgedrehte Karte ist... Yes! Die nächste, was ist denn los? Kann doch nicht sein. Die zweite Platin-Karte, Oni Lloyd. Ja, geil. Und tatsächlich schon zwei Platin-Karten. Wir hatten bis jetzt pro Multipack eine Platin-Karte. Wenn es so weitergeht, habe ich natürlich vier Multipacks, alle Platin-Karten beisammen, oder was? Also so gut war es in der Serie 7 nicht. Da fehlt mir nach wie vor noch eine Platin-Karte. Und die Platin-Karte von Cole. So, dann haben wir Crystallized Zane. Der Power-Totenkopf-Magier. Team Crystallized Nia, Lloyd und Zane. Dann Fallenkarte. Dareth, Rechtsanwalt. Dareth, ja, ja. Fahrzeugkarte Kais Golddrachen Raider und eine Puzzlekarte. So, und letztes Boosterpack des zweiten Multipacks. Boah, ich dachte, ich hab schon Schnappatmung bekommen. Ich dachte, wir hätten schon wieder eine Platin-Karte, aber das ist Ultra Samurai X. Auch mega nice, die Karte. Und Mega Action Samurai X. Zwei Powerkarten Samurai X betreffend. Dann haben wir den Vergeltungsstein Krieger. Ein Action-Vergeltungsstein Grobian. Eine Aktionskarte auf dem Thron. Und noch eine Aktionskarte Angsthase. Angsthase Pfeffernase. Sagt man so nochmal gerne. So, wir machen gleich weiter. Multipack Nummer 3 mit Team Golddrachen Kai und Jay. So, machen wir das Ganze mal auf. Plastikfolie runter, dann erstmal Limi abknapsen hier. Ah, Team Golddrachen Kai und Jay. Die LE19 kommt auf den Stapel, gucken wir uns zum Schluss an. Dann
Klebepunkte abpopeln. Einmal. Zweimal. Dann popeln wir noch die Booster Packs runter. Schwupp. Und da hätten wir. Eins. Zwei. Drei. Und vier. So. Pappe und Restmüll. So, dann haben wir wieder vier Booster, vier Motive. Und ja, wir fangen damit an. Wollte ich jetzt nochmal umsortieren, ist doch egal. Zack. So, mal gucken, ob im dritten Multipack auch wieder eine Platin-Karte enthalten ist. Einmal die Spielregeln, kennen wir. Dann haben wir Mega Asphira, Power Legacy Cole, Duo Power Cobra Mech und Boa Jäger, dann Aktionskarte Kampftraining, Fallenkarte Gefroren und eine Puzzlekarte. Dann geht es weiter. Zweites Booster. Action Crystallized Automechanik. Ja, wieder eine goldene Karte. Action Mr. F. Duo Rosa und Orange. Das sind jetzt wieder diese neonfarbenen Ninjas. Mal gespannt. Das war im Five Magazin, war das ja. Mal gucken, was da nächste Ausgabe zu drin steht. Ob es auch vielleicht mit den Neonkarten zu tun hat. Ich weiß es nicht. Bin gespannt. Fallenkarte, Einbrecher. Dann eine Puzzlekarte. Und eine Fallenkarte. Ups. So. Drittes Booster. Die Chancen auf eine Platin-Karte werden immer geringer. Wir wollen ja nicht unverschämt sein. Action Crystallized Garmadon. Aktionskarte am Schauplatz. Dann Action Crystallized Meister Wu. Fahrzeugkarte Zanes Golddrachen Jet. Aktionskarte alle für einen. Und eine weitere Aktionskarte antikes Gemälde. So, letztes Booster des dritten Multipacks. Und jetzt wird sich zeigen, mein eigentlich ist nur in jedem 25. Booster eine Platin-Karte drin. Also von daher, wir sind schon weit über dem Schnitt. Ja, und wir haben 16 Booster, die wir aufmachen, haben schon zwei Platin-Karten drin. Das ist schon der Wahnsinn. So, dann haben wir Duo, Crystallized, Pythor und Harumi. Dann haben wir Orange. Duo, Bentomar und Okino. Aktionskarte, Meister des Wassers. Dann, Neon Crystallized, Lloyd. Und Fallenkarte, Überhitzt. So, drei Multipacks fertig. Eins noch, dann sind wir durch. Das ist Team Golddrachen, Zane und Cole. So, dann machen wir das auch noch auf und gucken uns das letzte Multipack an. Wie gesagt, auch selbst wenn jetzt hier keine Platin-Karte drin ist, haben wir trotzdem einen super Schnitt. Mit zwei Platin-Karten in vier Multipacks. Genial. Team Golddrachen, Zane und Cole, die LE20. Auch die gucken wir uns gleich im Detail an. Ich hätte nicht gedacht, überhaupt eine Platin-Karte zu bekommen, aber gleich zwei. Das ist ja der Wahnsinn. So, Klebepunkte sind ab. Dann mit dem Klebestreifen noch die Booster-Packs von Pappe lösen. Und eins. Zwei. Drei. Und vier. So, Pappe befreit von Kleber. Und dann geht es los. Letztes Multipack, die letzten vier Booster. Wir schauen mal rein. Aha, wir haben direkt eine Puzzlekarte. Dann einmal die Spielregeln. Dann haben wir Crystallized J. Gelb. Action Okino. Aktionskarte Suche nach Hinweisen. Und zwei Puzzlekarten. Einmal, zweimal. Dann das zweite Booster-Pack. Platin-Karte. Nein, aber eine Goldkarte. Team Overlord und Totenkopf-Magier. Dann Aktionskarte Harmonisch. Dann Aktionskarte Familienwiedervereinigung. Die nächste Aktionskarte in Verkleidung. Und dann zwei Puzzlekarten wieder. Einmal, zweimal. Zack. Vorletztes Booster. Kriegen wir noch eine dritte Platin-Karte. Tatsächlich, ich fasse es nicht. Alter, was geht ab?
Golddrachen Kai nochmal. Gibt's nicht. Es ist doch nicht zu fassen, ey. 4 Multipacks und 3 Platin-Karten. Ich meine, dass die eine jetzt doppelt ist, ja, was soll's, kann ich tauschen. Ich werde nicht fertig darüber. In jedem 25. Booster und ich habe 3 Stück in einem Video. Kannst du nicht ausdenken, ey. Crystallized Sky. Ich habe eigentlich Spaß gemacht, kriegen wir noch eine Platin-Karte und dann ist da eine drin, ey. Ich glaub's nicht. Bürgermeister ungemütlich. Action Vanilla oder Vanya. Dann Aktionskarte, farbenfrohe Pose und Fallenkarte ohnmächtig. 3 Platin-Karten. Oh Mann, das macht mich fertig. Das macht mich gerade echt fertig. So, letztes Booster-Pack. Alter, was geht ab? Boah. Crystallized Automechaniker. Power Legacy J. Duo Dareth und Lil Nelson. Dann liegen gebliebenes Auto, Fallenkarte. Non-Fallenkarte, Reibung. Und die Neon-Karte, Neon-Goldener Kai. So. Mein Gott, was für Multipacks. Wie geil ist das denn bitte? Ein paar Puzzlekarten. Ebenso ein paar Fallenkarten, sowie ein paar Fahrzeugkarten hier. Und ein etwas größerer Haufen Actionkarten. Zack, zack, zack. So. Und dann haben wir hier einen Haufen Basekarten. Mit ein paar wenigen Neonkarten auch dabei. Dann aber jede Menge Powerkarten. Ich würde sagen, die sortieren wir jetzt mal so ein bisschen nach Crystallized, Crystallized. Goldkarte, Crystallized, Crystallized, Crystallized. Moment, das ist aber auch Goldkarte, das stimmt auch nicht so ganz jetzt, oder? Oder doch, die sind alle recht ähnlich hier mit dem schwarzen Rand, doch, genau. Dann haben wir Ultrakarte, genau, Crystallized. Mega-Karte, ist das nochmal eine andere? Team, Mega. Muss gleich nochmal nach Dings gucken, nach Teamkarten. Dann nach Megakarten hier und noch eine Ultrakarte. Jetzt muss ich hier nochmal durchgucken. Haben wir noch eine Megakarte gehabt? Mega Action. Mega Asphera. Action, Action. Crystallized, Crystallized, Crystallized. Okay. Also, wir haben jetzt hier diese Action- und Crystallized-Karten. Haben wir 3, 6, 7 Stück. Dann Megakarten haben wir ganze 5. Goldkarten haben wir immerhin 4. Und Ultra-Karten haben wir ganze 2. Dafür haben wir aber, und das, wie gesagt, macht mich nach wie vor fertig, 3 Platin-Karten. 3 Platin-Edition-Karten. 2-mal Platin-Golddrachen Kai und 1-mal Oni Lloyd in der Platin-Edition. Die 253 und 2-mal die 254. Wie geil ist das denn bitte? Oh Mann, also hier machen wir so Charakterkarten, die machen wir auch noch so ein bisschen hier ordentlich. Hier sehen fast gleich aus, finde ich. Die da und die da. Und dann natürlich, man darf es nicht vergessen, auch hier die Goldkarten, die limitierten Karten. Die LE20 Team Golddrachen Zane und Cole mit den Werten 90, 69, 107 und 73. Dann die LE19 Team Golddrachen Kai und Jay. 104, 101, 74 und 67. Die LE18 Crystallized Overlord. 42, 114, 75 und 115. Und schließlich noch die LE17 Crystallized Garmadon mit den Werten 54, 88, 59 und 101. Ja, eine mega gute Ausbeute meiner Meinung nach. Ich meine, vielleicht war das auch einfach nur wirklich super, war es auch gar kein Glück und die sind eigentlich jetzt wirklich nicht mehr so selten. Aber es steht ja hinten drauf, in jedem 25. Booster. Also von daher, ich glaube, wir haben echt mega Dusel gehabt bei den Karten jetzt, bei der Verteilung in dem Multipack. Finde ich ja gut. Gefällt mir. Schreibt mir doch in die Kommentare, was haltet ihr von der neuen Sammelserie 18, Sammelserie 8. Habt ihr euch auch Karten davon gekauft? Habt ihr auch so ein Glück mit den Platin-Karten? Oder habt ihr noch keine einzige vielleicht bekommen? Wie ist da so euer Eindruck, was die Platin-Karten angeht? Genauso selten wie in der Serie 7, seltener. Ja, oder vielleicht sammelt ihr es auch gar nicht. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Aber auch so, alles hier, was das Lego Ninjago Sammelkartenspiel, egal ob es Serie 8 oder ältere Serien betrifft, Lego Ninjago oder Lego im Allgemeinen, haut es in die Kommentare. Lasst uns da mal ein bisschen drüber quatschen.
Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Denkt aber auch daran, die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr immer Bescheid bekommt, wenn ein neues Video online geht. Dann sage ich danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.